Ja, herzlich willkommen hier bei Schwimmer TV. Und zwar beim allerersten Schwimmer TV Review. Da fällt mir gerade ein, überhaupt das erste Review-Video über ein Gerät in der Schwimmbadbranche. Ja, wie bei Bademeister Holmes ja schon angekündigt, wir waren ja in der Schweiz bei Swan und haben uns angeguckt, wie so ein Photometer zusammengebaut wird. Und genau um dieses Gerät handelt sich es hier in diesem Review. Eher noch ein kleiner Hinweis, diese Videoreihe, das Review im Allgemeinen, ist meine persönliche Meinung als David Ackermann, als Schwimmbad-TV als Meister für Bilderbetriebe. Meine Meinung ist weder von irgendeiner Firma, wie jetzt hier zum Beispiel Swan, von irgendwelchen Geldbeträgen oder so. So, jetzt aber mal Schluss mit Regeln und Hinweisen und all dem ganzen Kram. Kommen wir zu meinen Auswahlkriterien, die für ein Messgerät entscheidend waren. Und zwar wollte ich ein Messgerät haben, das alle gängigen Parameter DIN-konform messen kann. Ja, und da habe ich zunächst mal die allgemein gängigen Chlorparameter, also freies und Gesamtchlor, und das Ganze natürlich auch in höheren Arbeitsbereichen. Also denken wir beispielsweise an die monatliche Hochchlorung des Filters, und da ist es nicht nur wichtig, den Wert bestimmen zu können, sondern auch die Messgenauigkeit. Im Umkehrschluss haben wir natürlich auch Chlordioxid, Brom, also als zukünftige Variante vielleicht beim einen oder anderen von euch da draußen. Und Jod wäre auch dabei, nur Jod ist jetzt für unseren Bereich noch gar nicht so entscheidend. So, dann haben wir den pH-Wert. Und beim pH-Wert war es mir unheimlich wichtig, dass ich den sowohl elektrometrisch, wie es ja vorgegeben ist nach DIN, als auch photometrisch bestimmen kann. Und ich weiß, das ist eine große Diskussion in diesem Bereich, aber wir wollen, beziehungsweise ich möchte beide Varianten zur Verfügung haben. Ja, dann wollte ich noch als Parameter dabei die Redoxspannung haben. Denn wir haben die Redoxspannung fest verbaut in der Mess- und Regelanlage, aber ich wollte ein Gerät haben, wo ich das Ganze auch mobil bestimmen kann. Und dann kommen wir zu einem Schlüsselparameter, die Säurekapazität bis 4,3. Ja, wir müssen die auch wöchentlich messen, oder wir sollten die wöchentlich messen. Wir denken einfach an den Puffer für den pH-Wert, wir denken an den Flockungsprozess. Und ja, für mich ein entscheidender Parameter in der Wasseranalytik, in der Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser. Ja, und zu guter Letzt wollte ich ein Gerät, mit dem ich meinen Flockungsprozess überprüfen kann. Also die Parameter Aluminium und den Parameter Eisen. Aktuell kann das Chematest 35 das nicht bestimmen. Aber ich habe mir versichern lassen, dass das Ganze per Software-Update 2021 dann möglich sein wird. Und Swan, bitte macht das auf jeden Fall, denn es ist für mich ein wichtiges Kriterium, dass ich ein Gerät habe, mit dem ich alle gängigen Parameter messen kann. So, und als zweites Auswahlkriterium für ein Messgerät für mich war ganz entscheidend, ich wollte ein Qualitätsgerät haben. Also kein Gerät von der Stange oder vom Baumarkt oder sonstigen. Ich wollte hier ein qualitativ hochwertiges Gerät haben, dass das Ganze qualitativ hochwertig hergestellt wird. Das haben wir ja schon in der Schweiz gesehen. Ja, ein weiteres Kriterium für ein Qualitätsgerät ist natürlich die Garantie. Wir kommen dann in den beiden weiteren Teilen noch genauer drauf, also auf das Gerät bzw. auf die Elektroden und sogar auf die Reagenzien. Ja, was will man mehr, ne? Ja, und zu guter Letzt
Bei uns war es immer so im Bad, wenn die Dame oder der Herr mit dem blauen Koffer kommen, dann wussten wir, okay, es ist Wasserbeprobung, das Gesundheitsamt kommt. Und ja, es ist ein Behördenstandard, könnte man fast schon sagen, beziehungsweise anerkannt in Behörden. Und wenn die damit messen dürfen, dann ist es nicht verkehrt, wenn man selbst auch damit misst. Ne? So, und das waren meine Auswahlkriterien für ein Messgerät. Klar, es gibt mehrere Faktoren für dich, vielleicht auch Preis oder Leistung. Preis-Leistung hat bei mir keinen Platz bekommen, weil für mich ist es unheimlich wichtig, dass Preis, Leistung und Qualität stimmt. Und bei einem Messgerät, wo ich einfach 20 Jahre damit Spaß habe, einen guten Support, ein Qualitätsgerät und mit dem ich kompakt alle gängigen Parameter messen kann, wichtiger als jetzt nur auf den Anschaffungspreis zu gucken. So, und jetzt ist der Moment, wo wir das Ding aufmachen. So, holen wir es mal hoch. Hier ist das Paket. Die Lieferung ist heute gekommen. Es wiegt doch einiges. Ja, ich vermute mal, das liegt an dem Koffer. Ja, brauchen wir bloß noch ein Messer zu unserem Glück. Hier habe ich eins. So. Hier auf das Ganze. Eins. Zwei. Und oben noch. Vorsichtig, gerade hier oben. Man weiß immer nie, wie es verpackt ist. So, das können wir wieder weglegen. Aber bevor wir reingucken, danke Swan, dass ich das Messgerät jetzt hier habe für dieses Review und für meine Messungen, die ich so habe. Ich habe mich riesig gefreut darüber. Wirklich riesig. Fast wie Weihnachten. Wir haben ja jetzt November und die Zeit, die dunkle Zeit draußen. Da freut man sich über so kleine Geschenke. So. Ja. Wie macht man das jetzt am besten? Ich würde vorschlagen, ich hole mir erstmal das ganze Verpackungsmaterial raus. Ja, es ist gut verpackt. Schmeiß mal hier runter. Ja, haben wir auch noch. Zeug. So. Ihr dürft auch gleich mal mit reingucken. So sieht das Ganze aus. Also, meine Zusammenstellung des Klimatests 35. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Kleinzeugs an. Da haben wir so 1. 2, 3. Ein kleines Werbegeschenk hier von Swan. Das ist ein Magic Towel. Ja, also wenn es nass wird, dann wird es groß. Hier, ich halte es euch mal hier rein. Sogar mit Bedienungsanleitung. ja, wer hätte es gedacht, es ist ein Badetuch. Also ein großes Tuch. So, dann kommen wir hier zum ersten optionalen Inhalt, also warum ich mir das so zusammengestellt habe, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Hier ist einmal das Set, also die Reagenz für die Säurekapazität. So, schauen wir da mal rein. Okay. Tja. Messanleitung und die beiden Reagenzien. Ja, ganz einfach verpackt. Safe. Ja, wir werden damit vielleicht im zweiten Teil schon eine kleine Versuchsmessung machen. So. Dann haben wir als zweites optionales Kit, ja genau, das Veri-Kit,
das Verifikationskit. Und das finde ich eine geile Sache, denn ich kann hier, einen Moment, so geht das Ganze, ich kann hier nämlich ganz zu Beginn des Messgerätes das erstmal verifizieren. Und mit diesem Kit, schauen wir mal rein, hier, was haben wir hier? Certificate of Calibration. Ihr seht hier unten die Spannungen der einzelnen Parameter und damit kann ich mein Gerät auch dann ein Jahr später oder so wieder verifizieren oder kalibrieren. Ist eine super Sache, ja? Also fehlt mir bei vielen Geräten. So sieht das Ganze aus, wie Küvetten, fest verschlossen von oben. Wir haben einmal den Zero, also die Benchmark, den Nullpunkt. Dann haben wir einmal High, der Chlorwert hoch. Und wir haben einmal hier den Low-Chlorwert. So. Ja, das nehmen wir mal zur Seite und dann holen wir den Koffer. Ja, da ist das Ding. Ja, er ist schwer, ja, ein Hartschalenkoffer. Und das liegt nicht am Messgerät, sondern wirklich an dem Koffer und was drin ist zusätzlich. Der Griff ist sehr robust, also da ist gar kein Spiel. Ja, der fühlt sich auch wertig an. Wir haben da vorne noch, also ist noch ein wichtiger Tipp von meiner Seite, immer da, wo das Logo ist, ist oben. Ja, das ist immer dann wichtig, wenn ich innen drin keine Befestigungen habe, was aber hier tatsächlich der Fall ist. So, und hier vorne sind diese zwei kleinen Einkerbungen und die sind zum Draufdrücken. Also hier braucht man Kraft und es ist sehr robust verbaut, also fühlt sich auch sehr wertig an. So, jetzt seid ihr diejenigen, die als allererstes hier reingucken dürfen. Da ist das Ding. Okay. Also was mir hier direkt gleich auffällt, ist hier diese Klettverschlüsse, die vernietet sind und man sieht die Reagenzien hier oben, sogar noch in einem eigenen Case und alles, was hier beinhaltet ist, hat seinen festen Platz und ist auch sicher verstaut. Das finde ich eine super Sache. Ja, sogar die Kleinteile, die sonst immer durch die Gegend fliegen und dann vielleicht Kratzer verursachen oder sonstiges. Ich lege den Koffer mal so hin, da können wir jetzt gleich mal das Magic Towel verwenden. Also, bevor wir jetzt zu dem Inhalt kommen, auch hier vorne diese kleine Bürste, ob wir die natürlich verwenden, das sei mal dahingestellt. Ich werde es nicht verwenden, aber dieser kleine Magnet fest installiert, ihr hört es, klack, da kann nichts rumfallen, das ist einfach super, hat Hand und Fuß. Ja, hier noch Bedienungsanleitung, ja, schauen wir gleich hin. Auch hier dieses kleine Case, alles mit Nieten verbaut. Ob die 20 Jahre halten, ich habe bis jetzt von Kollegen gehört, ohne Probleme, da gab es noch nie was. Ja, dem vertraue ich dann auch. Wir haben hier noch eine kleine Box, wo man so lose Dinge verstauen kann. Ja, hier ist das Ladekabel drin, hier sind auch noch so Reinigungstücher, wobei auch da ist fraglich, ob
ich die wirklich für die Reinigung der Küvetten verwenden werde. Aber ich bin Brillenträger, spare ich mir schon wieder woanders. So, hier sind übrigens auch die zwei Elektroden. Ja, ich habe mir ja optional dazu quasi die pH-Elektrode und die Redox-Elektrode bestellt. Hier haben wir noch ein zusätzliches Füllelektrolyt. Beide Elektroden sind mit Elektrolyt gefüllt. Also ja, das Ding, das hier kommt, das ist safe. Was mir hier nur direkt auffällt, das ist oft bei Kunststoff so, wenn man den dehnt, dann gibt es so helle Stellen. Ja, dann wird dieses dunkle Blau hell. Ich weiß nicht, ob das... Ja, gut. Hat einen Millimeter Stärke. Ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Aber selbst wenn hier irgendwann das Ding reißen sollte, kann man eben mit Nieten das Ganze immer noch nachbessern. Das ist cool. Ja? Das ist richtig cool. So, und wir gehen jetzt gleich auf den Inhalt ein. Da muss ich hier noch ein bisschen umbauen. Also bis gleich. Ciao. So, zurück am Set. Ich habe mal den ganzen Inhalt hier aus dem Koffer, aus dem Tragekoffer rausgeholt und hier mal aufgebreitet. Zum einen, die Seite ist in dem Kit enthalten, in dem Grundkit sozusagen. Und die Seite ist meine optionale Zusatzbestellung. Fangen wir mit der Seite an. Also ganz klar, wir haben hier das Messgerät an sich. Diese Einschub-Kunststoff-Dinger, wie auch immer die sich nennen. Hier soll die Küvette geschützt werden. Also kommt im Grunde die Küvette rein. Und dann kann ich die oben einschieben. Zu dem Messgerät habe ich hier ein Ladegerät, USB. Da werden wir mal schauen, wie lange das Gerät braucht, bis es aufgeladen ist, ja, beziehungsweise wie lange es dauert, bis es entladen ist. Wir haben insgesamt 4 Küvetten dabei, 1, 2, 3 und 4. Dann eben diese Reinigungstücher hier, ja, ebenso diese Reinigungsbürste und diese Spritze. Wer es braucht. Wir haben die Grundreagenzien dabei und die nochmal in so einer Box. Auch das ist hochwertig, ja, das ist nicht irgend so ein Billigplastik. Das Gute an den Reagenzien ist zum einen, also wir kommen ja im dritten Teil dazu, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, eine DIN-konforme Messung. Ganz wichtiger Aspekt. Für mich auch entscheidend für die Auswahl des Gerätes. Und egal welche Reagenz, es ist immer 5 oder es sind immer, mein Deutsch, es sind immer 5 Tropfen. So, das Ganze zweimal. Hier haben wir noch so eine kleine Spritzflasche, nichts Bedeutendes. So, dann kommen wir noch hier zur Beschreibung. Ja, CD. In der heutigen Zeit, gut, man hat es, man kann es irgendwo ablegen. Ansonsten kann man sich heutzutage alles übers Internet ziehen, also auf Sworn, sei es die Betriebsanleitung, sei es die App oder sonstiges. So, dann was haben wir hier noch drin? Ja, also hier Garantieschein. Ich habe das Gerät Nummer 490 hier. Tja. Dann haben wir noch hier, das betrifft aber die Elektroden, das sind hier die Qualitätskontrolle-Zertifikate. Ja, ich habe euch ja gesagt, derjenige, der die Qualitätskontrolle dann am Ende macht, der gibt mir sein Servus und der Name steht auch dabei. Die Messwerte oder das Testresultat ist alles hier drauf für beide Elektroden. Das gehört dann eigentlich eher in diesen optionalen Bereich. Ich lege es mal hier vorne hin. Dann dazu haben wir noch, was ist das? Ein Chematest 35 Quick
Start Guide. Ja. Okay, ganz kurz beschrieben. Ich denke, das Gerät ist so selbsterklärend, wird man wahrscheinlich nicht brauchen. Aber wir lesen uns mal durch und schauen, was drin steht. So, das ist jetzt der Part Grundkit, Grundausstattung. So, jetzt kommen wir zum Optionalen und als allererstes die beiden Elektroden. Ihr seht, die sind hier schon in diesem Schutzbehälter, wo eben dieses Elektrolyt eingefüllt ist. Zusätzlich habe ich hier so ein Hartkunststoff-Schutzbehälter mit dem Loch drin. Ja, ist auch sehr wertig. Ja. Dann Säurekapazität, Verifikationskit. So, das ist meine Auswahl. Damit kann ich so ziemlich alles, egal in welchem Bad, messen. Ganz wichtig, das Thema Chlor auf jeden Fall, pH-Wert, Redoxspannung, Säurekapazität, Chlordioxid, vielleicht in Zukunft auch Brom. Und damit habe ich hier ein Paket für alles. Und das ist für mich das größte Kaufkriterium für das Chematest 35. So, wir sind nun am Ende des Teil 1. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in Teil 2 beim Chematest 35 Review. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.